Ja, und willkommen bei einem neuen Spiel Empire Earth, Zeitalter der Eroberung, Expansionspack. Das spiele ich jetzt hier. Also, kurz zu den Spieleinstellungen. Ich habe hier die Auflösung 1920x1440x32-Bit gewählt, da es auf der anderen Auflösung, auf den höheren Auflösungen bei mir nicht klappt, das Spiel zu spielen. Dafür habe ich hier Model Details, hohe Auflösung, Effekt auch hoch und alles andere auch dabei. Also so schlecht sollte die Grafik also nicht sein. Obwohl das Spiel ist relativ alt. Okay, dann beginne ich gleich mal mit Einzelspieler. Hier gibt es verschiedene Karten oder verschiedene Spiele, die man spielen kann. Kampagne spielen, Szenario spielen und so weiter. Spielladen, das ist klar. Übungsszenarien brauche ich nicht. Hauptmenü, das war das, was ich vorhin hatte. Ich werde hier Zufallskarte spielen. Und bevor ich da auf die rechte Seite komme, werde ich hier mal die Teams aufstellen. Computer. Hier auch ein Computer. Hier auch. So überall. Alle Teams, das... Moment. Ich muss die Mausempfindlichkeit noch etwas sein. Nein. Doch, ich muss die Mausempfindlichkeit umstellen. Das geht nicht so. Interface. Mausempfindlichkeit noch etwas niedriger. Die gleitet mir sonst aus der Hand hier. Einzelspieler nochmals. So soll es Karte. Klein bisschen besser. So. Jetzt sind 8 Teams hier aufgestellt, mit mir selber natürlich. Hier kann man die Teams nummerieren, welche Teamsnummer das sie haben, keine oder Nummer 1. Wenn ich keine habe, kommt vielleicht von ihrem sogenannten gegnerischen Team die Aufforderung, ich soll so und so viele Steine schicken oder so und so viel Gold, dann sind sie meine Verbündete und so weiter. Das ist die Möglichkeit. Ich möchte aber feste Teams haben. Das gebe ich jetzt gleich ein. Ich spiele Team 1. Hier ist Team 2. Und hier mein Verbündeter. Und hier wird Team 2. Das sind alles Gegner jetzt. Ja, in diesem Spiel gibt es keine Möglichkeit zu handeln. Es gibt auch keine Möglichkeit, das Spiel irgendwie friedlich zu gestalten. Das Ganze ist rein militärisch aufgebaut. Eroberung einer anderen Insel. Mein Ziel in diesem Spiel ist jedoch, dass ich alle Einheiten, ja, dass bei mir alle Einheiten überleben, dass ich keine einzige Einheit verliere, weder menschliche Einheiten noch Gebäude, noch sonst irgendwas, noch Schiffe, noch irgend sonst irgendwas. So, das ist der Kompromiss, den ich eingehen muss. 20 Bürger, das ich am meisten habe, und zwar das mit dem zu tun, dass ich hier den Schwierigkeitsgrad schwer gewählt habe. Es gibt ja noch einfach und mittel. Bei schwer ist es so, dass die Gegner sehr früh probieren, meine Insel zu erobern. Ich hätte schon eine Chance, aber dann würde ich hinter 2 oder 3 Zeitalter oder mehr als nur 3 Zeitalter da hinterherhinken, da ich einfach zu wenig schnell entwickeln kann. Ja, es ist eben der schwierige Part. Bei leicht oder bei einfach, wenn ich diesen eingestellt hätte, würden jetzt alle Gegner und auch die befreundete Partei würde auf mich warten, bis ich die nächste Zivilisationsstufe erreicht habe, dann werden sie nachkommen. Bei mittel und schwer werden sie selbstständig ihre Zivilisation weiterentwickeln. Bei schwer relativ schnell werden sie da relativ schnell aufsteigen. Also schwer, da kann mich, das weiß ich aus früheren Spielen, das dauert etwa 45 Minuten, dann werden sie meine Insel erreicht haben.
Ja, und daher, dass ich nicht gleich in den ersten Minuten oder in den ersten paar Stunden immer hinterherhinke, nur noch hinterherhinke und ja, eigentlich gar nicht vom Platz, vom Fleck komme und die dann plötzlich zwei oder drei Stufen über mir stehen, habe ich den Kompromiss gemacht, ich werde 20 Bürger und alle anderen Teams haben nur einen Bürger, auch mein Befreundeter hier dafür auch nur einen. Ich gewinne dadurch auch nur etwa 5 oder 10 Minuten insgesamt, aber genau diese 5 oder 10 Minuten reichen mir, um einigermaßen aufgestellt zu sein, ja, oder um mich verteidigen zu können. Sonst geht das einfach viel zu früh los und ich müsste eventuell auch mit Verlust rechnen. Ja, und eben nach ungefähr Viertelstunde Spielzeit werden wir bereits sehen, dass unsere befreundeten ja, Insel hier mehr als unsere Bürger haben, mehr als 20 haben und bereits ein erstes Heer und ich werde da zu dieser Zeit noch kein einziges Militär aufgestellt haben. Die machen enorm schnell vorwärts. Also ich käme gar nicht nach die ersten 2, 3 Stunden. Das ist der Grund, wieso dass ich jetzt 20 habe. Also, Zufallskarte habe ich ja gewählt. Karten Größe groß. Es gibt hier noch gigantisch, riesig, mittelklein, winzig. Große Insel habe ich hier gewählt. Wie gesagt, es gibt etwa bei den großen Inseln oder bei jeder einen Kartentyp gibt es etwa 2 bis 3 Dutzend verschiedene Karten. Das alles ist zufallsbedingt. Ressourcen habe ich Standard hoch. Und ich beginne bei der Vorzeit. Das ist die früheste Zeit. Danach folgt Steinzeit als zweite, Kupfer, Bronze, Mittelalter. Frühes Mittelalter, Mittelalter, Renaissance, Imperial und Industrie. Bis hierhin werde ich spielen. Was nachher kommt, das interessiert mich nicht, da das gäbe ein separates Spiel wieder. Das werde ich vielleicht auch mal irgendwann spielen, auch mit den gleichen Voraussetzungen hier. 1, 2, 1, 2, 3, 1 und so weiter. Und Schwierigkeitsgrad auch schwer, das ist auch machbar. Aber das ist dann ein ganz anderes Spiel. Ich müsste dann meine Zivilisation auch ganz anders entwickeln. Da ich aber nur bis ins Industriezeitalter gehen möchte und mein Ziel ja ist, dass ich keine einzige Einheit verliere während des ganzen Spiels, also keine menschlichen, ja, keine Menschen von meiner Zivilisation sterben oder und auch keine Gebäude verlieren werde. Deshalb werde ich nur bis mit Industriezeitalter spielen, denn bereits ab Ersten Weltkrieg ist das nicht mehr machbar. Da würde auch ich ja, Einheiten verlieren. Es geht gar nicht anders. Ich habe es mal probiert, ja, und vielleicht etwa 1 oder 2 Stunden so gespielt, aber ich musste dort immer wieder einen alten Spielstand laden, weil plötzlich wieder ein Flugzeug bei mir abgeschossen wurde oder sonst irgendwas passiert ist. Und dann habe ich gedacht, ja, probier es nochmal und dann ist wieder gut gegangen und nach 10 Minuten ist wieder was passiert. Also es ist fast beinahe unmöglich, so zu spielen. Das gefällt mir dann nicht mehr. Dann müsste ich eben, wie gesagt, wenn ich auch noch die bis ins Weltraumzeitalter spielen würde, würde auch ich viele Einheiten verlieren. Aber ich kann auch dieses natürlich auf diesem Schwierigkeitsgrad gewinnen. Das ist machbar. Was gab es da Spielvariante? Nehme ich Standard. Kein Turnier. Hier Geschwindigkeit. Standard, nicht schnell. Hier sind Siegbedingungen, die ich einschalten kann, wenn ich will. Wenn ich zum Beispiel 6 einstelle, kann ich 6 Weltwunder einbauen. Und nach dem 6. Weltwunder fängt die Zeit an zu ticken. Dann habe ich etwa 20 Minuten reelle Zeit oder eine halbe Stunde, weiß nicht mehr genau wie viel Zeit, meine Weltwunder zu verteidigen. Und wenn ich keins verliere, hätte ich das Spiel gewonnen. Ich will aber bis zum Ende spielen, so dass es ein offenes Ende gibt im Grunde genommen.
Das an und für sich würden dann auch alle Parteien hier überleben, wenn es richtig läuft und wenn ich meinem Computerpartner hier helfe, etwas Unterstützung gebe. Das ist ja 6 Gegner, da wir ja 6 Gegner haben insgesamt. Karte aufdecken, nein, selbst erstellte Zivilisation benutzen, ja. Teams festlegen muss ich nicht mehr. Sie sind ja bereits fest. Geschwindigkeiten lege ich auch nichts fest. Cheatcodes brauche ich nicht. Ich spiele ja einen Singleplayer-Modus. So, und dann würde ich das Spiel starten. Ich nehme an, dass die Aufzeichnung dann wieder beendet ist, bevor ich das Spiel überhaupt starte. Und dann geht es dann direkt weiter in der dritten Aufzeichnung, wenn wir unsere Insel gefunden haben, respektive wenn wir auf unserer Insel sind. Also, dann schalte ich das Mikrofon aus und probiere mal hier zu starten und sehen wir, was passiert.